Leute, wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, dann wisst ihr halt nicht, was ich meine. Was soll ich tun, weil ihr könnt es euch erklären, aber. Leute, ne? Ich bin hier in Mario Kart 8 Deluxe unterwegs und wir haben noch zwei Gäste im Call, und zwar die beiden Leute vom Channel Gamifiziert. Bruder, ich sag nicht Gamifiziert, weil der Channel heißt Gamifiziert. Es ist Moin, ja moin, so. moin! Einmal hatten wir hier den Ja, Jan am heute haben wir Start. gamifiziert. Moin, hallo. Was hast du gesagt, Timo? Also ja, heute heißt es mal gamifiziert, nicht ja. gamifiziert. Sehr, sehr gut. Ich hab das zugelernt, Jan. Die andere Ja, Stimme alles ist easy, alles easy, alles easy. Ja, ich bin's, safe. Timo. Moin. Der gute Timo, wo dann nicht zu verwechseln mit Shimtex oder Razer, weil die heißen auch Timo. Jawohl. Ja, keine Ahnung, jeder zweite YouTuber aus der Nintendo-Szene heißt einfach Timo. Ich weiß nicht, wie es soll. Jeder zweite einfach. Jawohl. Aber Leute, ne? Ich erzähle euch eine Story und die Story war so, ne? Ich war auf der Arbeit. Ne? Ich gehe noch nebenbei arbeiten. Es gibt tatsächlich. Mach mal ein paar Leute, die fragen, ob ich Vollzeit-YouTuber bin, aber mit meinen Einnahmen mit Twitch, YouTube und auch Merch so. Wie kannst du das? Es gab safe vielleicht. Was ist safe? Es gab wahrscheinlich ein paar Monate. Was ist ein paar Monate? Selten. Sagen wir einfach so, die Monate, wo ich Sabaton gemacht habe, da hatte man vielleicht eventuell mal wirklich sehr sparsam. So, wo ich jetzt wohne in der Schweiz, davon leben können, aber ich mache nicht den Monat einen Sabaton, so ihr checkt. Aber nee, ich lebe nicht von YouTube und ich habe auch monatlich Ausgaben durch Katar, weil ich halt auch Leute habe, die für Videos schneiden. Und ja. Eponato, also Jan hat auch schon ein Video für mich geschnitten und schneidet gerade aktuell noch an einem Video. Natürlich Dankeschön dafür. Ending. Und ja, ist einfach. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich mache wegen YouTube eher jeden Monat oder in einem allermeisten Monat Minus. Aber das liegt einfach daran, weil ich halt einige Videos schneiden lasse von mir für den Gaming Boy Kanal. Und das Geld hole ich halt nicht wieder rein mit Twitch und allen Channels in den meisten Fällen. Was aber im Moment, das ist schon lange bei mir so. Und ich genieße es aber auch, diesen Moment zu haben, dass ich einfach einen Channel habe, wo ich einfach dafür aufnehmen kann. Und dann diese große Arbeit mit Schneidern mir einfach abgenommen wird. Das genieße ich halt sehr. Und ich mag einfach dieser Fakt, dass ich halt so einen Channel habe und da sind aufwendigere Videos da drin. Und dadurch, dass ich halt diesen Channel habe, bessert auch vielleicht mein Twitch dann dadurch und verschandern ein paar Leute auch vom Gaming World Channel rüber auf dem Gaming Spiel Kanal. Also, wenn, imagine, ihr habt jetzt irgendwie 100.000 Abonnenten auf YouTube, dann bessert vieles auch mit, generell deine Reichweite. Du wirst auch dann vielleicht mehr Leute haben, die dir dann auf Twitter folgen. Dies, das, man checkt so, und mir ist das sehr wichtig, oder ich lege einen großen Fokus darauf, halt diesen Gaming Boy Channel wachsen zu sehen, indem ich halt diese Art von Videos mache, wo ich einfach die Videos jetzt selber schneide. Je nachdem habe ich viel auch selber geschnitten auf diesem Channel und auch oft die Cutter nur Rohschnitt schneiden lassen. Und dann das Video noch zurechtgeschnitten, was auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Aber ja, der Kanal hat eh viele Phasen durchgemacht. Da gab es auch manchmal Momente, wo einige Videos 2-3 Minuten lang waren, so, wo ich mir aus heutiger Sicht denke, das möchte ich eher vermeiden, wenn es geht. Ich lade eher längere Videos gerne hoch, damit natürlich auch die Leute einfach dann ja, lange ein Video von mir ansehen können und so. Und ich glaube, also natürlich YouTube-Einnahmen steigern auch dadurch dann. Und ja, ich weiß nicht, wie das mit den Algorithmen aussieht. Kurze Videos, lange Videos, da geht ja alles Mögliche viral, I guess. Aber es ist schon auch krass, wenn man jetzt imagine ein richtig langes Video hochlädt und das hat eine hohe Zuschauerbindung, das ist dann schon krass. Das ist immer geil. Ja. Das muss man erstmal schaffen, so, das ist halt auch schwer. Ja, so. Eben. Aber ich wollte noch die Story erzählen. Aber was wolltest du sagen, Timo? Sorry? Ach ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, unser längstes Video ist 11 Minuten lang.
Also, können wir da nicht schwierig mitreden, aber. Aber bis es vom Gefühl hat für euch. Lange der Videos. Zuschauerbindung ist, glaube ich, solide, aber es geht klar, ja. Also, wir versuchen halt, die Videos so kurz wie möglich zu halten. Aber. Also, wir wollen sie nicht. Wir wollen jetzt nicht super kurze Videos machen, aber wir wollen nicht strecken quasi. Das heißt, wenn zu einem Thema nur 4 Minuten drin sind, dann kommt halt ein 4-Minuten-Video und nicht ein 6-Minuten-Video, in dem 2 Minuten dummes Gelaber ist. Kommt auch hin, wenn das Thema komplexer ist, dann kann das Video länger sein, aber wenn es einfach ein Thema ist, zu dem man halt ein 5-Minuten-Video macht, dann ist es halt ein 5-Minuten-Video. Dann ist es uns einfach wichtiger, dass man quasi Informationen so komprimiert hat, als dass man herumlabert und irgendwelche Sachen, irgendwelche irrelevanten Sachen reinhaut, einfach nur, dass das Video lang ist. Das ist aber. Ja, aber. Dass die Info, die ihr rüber mit, oder die Infos, die ihr rüberbringen wollt, über das eine Thema, so gut es geht, so schnell wie möglich rüberzubringen, beziehungsweise halt kompakt, ohne halt unnötige Infos, wo man vielleicht sich dreimal wiederholt über ein Thema. Das ist eh gut, auch so dieses Imagine macht so einen Koch-Channel und dann redet die aber so. Es gibt ja Leute, die zeigen jetzt vielleicht ein Spaghetti-Rezept und da kann man auch vielleicht 30 Minuten ein Video draus machen oder du machst zack, 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 zack und dann ist es am Ende ein 2-Minuten-Video und das ist so am Ende. Jeder kann es so anders gestalten, aber ich finde es, also imagine, du willst jetzt Infos bekommen über eine gewisse Sache und du bist wieder eine Infos da und dann sagt die es so richtig kompakt, das ist geil. Dann hast du die Infos. Ja, Stefan, du willst so Tutorial gucken, wie man Spaghetti kocht und es geht so, yo Leute, heute kochen wir Spaghetti und Leute, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Also erstmal erkläre ich euch die Geschichte der Spaghetti, so irgendeine Scheiße. Ach, das ist irgendwie interessant, imagine, du kannst jetzt sagen, yo Leute, was geht, heute habe ich mir ein Rezept rausgesucht für euch, wo es um Spaghetti geht und das Wetter ist draußen immer so schön. Oder du sagst einfach, ja, so Leute, für dieses Rezept braucht ihr so und so diese Rezepte, dann müsst ihr das und das und das machen. Also man kann viele Dinge so viel kompakter erzählen, aber am Ende muss jeder wissen, wie er das machen will. So. Aber ja, am Ende ist halt das Coole, der kann es anders verpacken. Aber ich sag's mal so, wenn man Dinge gut zusammenpackt, ne, und Jan schneidet das ja auch voll gut editiert, so wie ich das gesehen habe, dann. Danke. Gerne, Mann. Dann. Also man sieht, ihr habt Erfolg damit, also. Es war's, das ist ja geil. Das ist for real geil. Ja. Aber noch kurz zu der Story, die ich erzählen wollte. Habt ihr jetzt schon angestellt, sonst hätte ich das für einen anderen Part. Ich würde sagen, da war ja noch was. Okay, kurz Fassung von der Story. Ja, gearbeitet nebenbei, checkt. Okay, dann war ich auf der Arbeit. Und ein Mitarbeiter, der wirklich seinen Job gut gemacht hat, der auch Videospiele spielt, I guess. Zumindest kennt er sich ein bisschen aus wie Videogames. Und da auch mir mal erzählt hat, dass er halt YouTube schaut, so, oder mir auch schon manchmal erzählt, dass er YouTube schaut. Hatte seinen letzten Tag und dann kam er zu mir und hat irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das alles ablief, so, ich glaube, ich habe so mitbekommen, dass es seinen letzten Tag hat und dann bin ich, glaube ich, zu ihm gegangen und hat dann gesagt, yo, jetzt hast du echt dann so deinen letzten Tag, so, ne, und haben halt ein bisschen mit ihm ins Gespräch gegangen und hat er mir, glaube ich, gesagt dann, ich glaube, das war so. Also ich weiß, was er mir gesagt hat, aber wie das dann dazu kam, dass er mir das gesagt hat, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das war, was so dann kurz mit dem Gespräch angefangen hat. Da hat er halt gesagt, yo, dann sehe ich dich ja nur noch online. Und ich dachte so, in dem Moment habe ich ihn dann gefragt so, wie meinst du online? Und da hat er gesagt, ja, ich habe dich bei Bloody gesehen. Ich so, oh. Oh, ey. Ja, das ist actually crazy. Weil, hat dann gesagt, ja, schaue ich seinen Content eher weniger, aber es wurde mir ein Video empfohlen von ihm, halt auf dem Big-Channel, und es war dann ein Sieg-Video und ich war dabei, und dann hat er auch gesagt, ich war voll schockiert, so, hab auf einmal so dich gesehen da, war voll, hab nur damit gerechnet, war voll schockiert, und das war es halt auch mit dem Gespräch, so, ich war halt auf der Arbeit und ich wollte jetzt mit ihm auf der Arbeit ganz nur über YouTube reden und so, weil. Ja, das ist so gefeiert auf der Arbeit, wenn ich muss halt auf der Arbeit arbeiten, so habe eine Abteilung und wo ich mich darum kümmern muss und man checkt so, ich glaube. Ja.
Aber, ja, das war die Story. Er wusste auch schon ein bisschen länger davon. Und das hat immer dieses Thema so, wer weiß am Ende Bescheid, dass ich YouTube mache. Eigentlich viele Leute dort. Aber die Frage ist halt immer, wie viel beschäftigen die sich am Ende mit einem, was YouTube-Content anbelangt. Bei den Leuten weiß ich das auch gar nicht. Ja, weiß man am Ende nicht so, wer weiß davon Bescheid, wer schaut was von einem, schauen die überhaupt, was schauen die überhaupt von einem. Und ja. Aber das war eine Story. Dass ein Mitarbeiter wusste, dass er halt YouTube macht, weil er halt mir zufällig bei einem Wick-Video gesehen hat. Und findet das schlimm? Nee. Also ich würde sagen, das wäre schon irgendwie weird, dann sagen wir, das ist übel schlimm. Ja, kann ja jeder machen, was er will. Wie kannst du es wagen, neben der Arbeit noch Hobbys zu haben? Das ist crazy. Nee, aber ich meine, also finde ich. Eher so finde ich es schlimm, dass er davon Bescheid wusste, so, es ist, no, also, ja, sehr, also, nee, nur schlimm, so, es so, manchmal diese Ungewissheit da, wie ich schon erwähnt habe, so, wer weiß am Ende aus davon Bescheid und was, also, ja, wer weiß am Ende aus davon Bescheid und was sind dann die Gedanken dabei, die vielleicht haben, weil sie es ja, dass ich Videos mache, so, ja, aber ja, soweit, das war die Story. Grüße gerne raus, was du das sehen solltest. Du warst, was es war's. Du bist immer noch ein guter Mitarbeiter, safe bei dieser Abteilung, wo du jetzt bist. Er ist halt jetzt in einem anderen Laden gegangen. Ja, aber den Job verlassen bei dem Laden, wo ich arbeite. Weil er irgendwie schlecht war und einfach weil. Aus einem bestimmten Grund, aber es hat nichts mit schlecht arbeiten zu tun gehabt. Also er war ein guter Mitarbeiter und auch. Aber. Wir haben auch gerne mit ihm geredet, so auf der Arbeit. War ein cooler Mitarbeiter. Ja, aber es ist eh krass, wie viele Leute da so kommen und gehen, so in der Arbeitswelt. Aber. Ja, ist normal, ja, eigentlich. Also. Ja? Ich meine, ich weiß nicht. Wir sind jetzt ja noch nicht am Arbeiten richtig aktiv. Deswegen kann ich jetzt super schwierig was zu sagen, aber. Wird schon bestimmt zu sein. Ja, je nachdem, was für einen Job man auch macht, ne, also, es gibt halt Leute, so, die arbeiten 40, 50 Jahre im selben Job und auch im selben Laden. Das ist halt krass. Mhm. Ja, sowas ist immer krass. Aber ich glaube, das wäre nicht für mich, weiß ich nicht. Meine Tante arbeitet auch, seit sie 16 ist, hat sie Ausbildung bei dem Zahnarzt gemacht und ist jetzt immer noch Helferin. Seit über 40 Jahren. Oh mein Gott, okay, krass. Heute ist for real krass. Aber wie ist es so bei euch mit YouTube so? Seid ihr sofort diese Leute, die das schnell rumerzählen oder eher weniger? Also wie ist es zum Beispiel bei dir, Jan? Also am Anfang, ganz am Anfang, habe ich es irgendwie gefühlt jedem erzählt. Auch aus meiner Klasse und das wusste dann auch jeder, aber es hat niemanden gejuckt. Aber es war der Let's Play Channel, ganz kurz, Let's Play Channel war das? Ja, Let's Play, einfach Pokémon, immer randomize Nuzlockes. Check. So mit, ja, das war mal lustig, das war aber lustig, bis die Leute angefangen haben, sich mit dem Beamer zu verbinden und deine Videos anzumachen. Ja, das war nämlich meine Todesangst. Das ist bei mir passiert natürlich. Ja, das war bei mir nicht so, aber vor allem da, wo dann die Facecam-Videos angefangen haben, so richtig. Ah, okay, also ja. So ja, wenn mir das Ding ist. Randomizer und dann, dass sie das anwerfen. Auf deinem Beamer? Ja, also das haben die nicht gemacht, aber das war immer meine Angst. So vor der Klasse so und dann kann ich das nicht ausmachen und dann laber ich da irgendeine Scheiße oder so mit Facecam. Boah, das muss aber auch ein bisschen länger her sein. Ich meine, obviously, das war noch auf OneUp Game auf dem Let's Play-Kanal. Ich glaube, das muss in der 10. Klasse gewesen sein. Aber wieso wussten die überhaupt Bescheid davon? Das check ich nicht bei dir. Ja, bei mir, keine Ahnung. Also ich habe das nicht jedem weiter erzählt, ich habe es ein paar weiter erzählt. GG. Ja, ich hab's halt so ein paar Leuten aus dem engeren Kreis erzählt, aber es hat sich halt so ein bisschen so zumindest in Teilen der Klasse rumgesprochen. Das reicht ja, dass so ein, zwei Freunde wissen, wenn sie sich einen Witz erlauben, dann ist es irgendwie Notenbesprechung. Ich war draus und ich habe von drinnen mein Video gehört. Nein! das war ganz schlimm. Weil ich stand dann halt da draußen mit dem Lehrer oder der Lehrerin, ich weiß nicht mehr welches Fach oder welche Lehrkraft, das war, keine Ahnung. Und Was machst du denn? Du kannst ja nicht einfach so sagen, ach du Scheiße, die spielen, was soll ich denn sagen? Ja, da drinnen wird mein Video geguckt, ich muss kurz einschreiten. Ja, nee, konnte ich ja nichts machen, musste ich mir weiter irgendwie was zur Note anhören.
Während die sich drin ein Video von mir reingezogen haben. Das war... Meine lieben Freunde, was geht? Ja, damals, ich hab, das war ja so Let's Plays. Ich konnte nicht sonderlich gut moderieren, aber ey, zumindest meine Dingsbegrüßung war so energetisch, wie sie auch nur hätte sein können. Ich habe wirklich gefühlt, Alter, ich habe neue Stimmen mit meinem Mund erstellt, die ich noch nie davor gemacht habe, Alter. Aber. Ich weiß nicht. Das hat kein Moment, wo man sich denkt, geil, das ist jetzt passiert, geil. Ja. Nee, das jetzt nicht. Aber jetzt mit dem neuen Kanal ist es euch entspannter, das wissen halt so ein paar engere Freunde. Und wenn das mal wer erfährt, zum Beispiel ein Klassenkamerad von mir, oder einer aus dem Jahrgang auf jeden Fall, das habe ich also erfahren. Und der ist tatsächlich, ich glaube, es war heute. Also hat er so kurz gesagt, geile Videos, so. Nice. Also, das ist ja stabil so. Wenn du das hier hörst, Grüße. Du weißt wahrscheinlich, dass du gemeint bist, aber ich weiß ja, wer das sehen wird. Keine Ahnung. Wer weiß. Kann es ihm schicken. Ja, kann ich ihm schicken. Mit Timecode. Video, du bist in diesem Video. Aber ich sag dir nicht, wo, damit du dir das sonst im Video gönnst. Aber, das Ding ist so, wo du es den Leuten weiterzahlt hast, war das eher so, yo, mach YouTube? Oder war das, also hast du es gesagt, yo, das ist mein Channel so und fertig? Oder hast du eher gesagt, yo, das ist mein Channel, aber bitte behaltet das für euch? Wie war so der Vibe, ja? Also, ich hatte es halt so ein paar Freunden einfach erzählt. Und es ist mir eigentlich egal, wenn sie es weiter erzählen sie es weiter. Okay. Ich find's nicht so schlimm. Bei mir war es eher so nicht weiter erzählen, aber ich habe auch viele Leute gefragt nach Hilfe, weil ich keine Ahnung von Computern hatte und so. Da hatte ich meinen ersten PC und dann wussten die das auch, weil ich irgendwie Overlays oder so erstellen wollte oder Thumbnails. Das ist aber krass, so dieser Moment, so dass du so, du sagst so, du hast keine Ahnung vom PC gehabt, so, und Bruder, ich schau mir jetzt, wie du die Videos schneidest, da ist ein Progress dazwischen, Alter. Ja, wirklich, ja, als mir das erste Mal das Schnittprogramm gezeigt wurde, keine Ahnung von gar nichts. Keyframes, was ist das? Der macht da irgendwie das Bild größer oder macht einen Schnitt, what the fuck? Ja, und jetzt geht's halt besser. Ja, das ja, erste so Video schneiden, das war immer das. Übrigens, ich hab das Gefühl, dass ich glaube, Timo ein bisschen leiser eingestellt hat als Eponato, also Jan. Ja, Mann. Passiert, oder? Tut mir leid. Ja, aber passiert den Besten, Mann. Aber, hey, versteht das schon? Ihr könnt ja, schon alles verstehen. Meine Stimme hat mir genug auf gamifiziert. Ja. Alles easy, so. Du sprichst doch für die Zuschauer, so. Das ist gut. Wenn alles easy ist, ne? Timo hat gesagt, ist alles easy, dann passt ja. Ich vertraue Timo. Aber ja. Aber funnily enough, eine andere Art von Story. Ja. Ich habe tatsächlich, eine andere Person, ich sag jetzt nicht, wer das ist, safe, aber safe. Die Person hat jetzt inzwischen, ist jetzt nicht mehr auf der Schule, aber auf meiner Schule war tatsächlich noch eine andere Person, die auch YouTube gemacht hat, inzwischen nicht mehr, auch in der Nintendo-Szene und den Namen kennt man auch mehr oder weniger. Und so ganz random, weil die Person hatte einen Community-Post, der ist auch nicht mehr online, ja. Und durch den konnte man sozusagen, wenn man es wusste, was das war, dann wusste man, welche Schule das quasi war, wo das dazugehört hat. Ich will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, weil, ja, keine Ahnung, wäre blöd. aber dann habe ich die Person was auf Twitter geschrieben, yo, wegen diesem Community-Post, kann es sein, dass es auf die und die Schule geht? Und dann hat sich halt herausgestellt, dass man auf dieselbe Schule geht. Das war ziemlich lustig. Aber du hast, nur damit ich das check, du hast die Person trotzdem schon mal in der Schule gesehen? Oder hast du nur wirklich so durch deinen Community-Post? Also, bestimmt mal, aber dadurch hat man halt mal ab und zu sich unterhalten. Durch diesen Community-Post, wo du dann auf ihn zugegangen bist? Oder schon? Ja, habe ich dann angeschrieben. Ich habe ihn halt auf Twitter angeschrieben und dann hat man so gesagt, so, yo, das bin ich im Jahrbuch und so und dann, ja, keine Ahnung. Das war auch irgendwie halber Fiebertraum. Also, das ist so ein Moment, so, die Welt ist kleiner, als man denkt, teilweise so. Ja, for real. Ich scheint nur, das würde mich voll interessieren. Also, du hast ihn gefragt, ob er in der gleichen Schule geht wie du, oder? Mhm. Und da hast du ihn aber davor noch nie gesehen. Also in der Schule. Check das ja ganz, ja. Kann sein, dass ich die Person mal gesehen habe, aber danach aber hat man sich halt mal. Du wusstest nicht, dass er YouTube macht. Genau, ich wusste halt nicht, dass die Person auf YouTube ist. Okay, krass. Ja, das ist aber, oh mein Gott, das ist schon ein lustiger Vergleich. Das war ein lustiger Zufall. Alter. Ja, das. Yeah, das, ja, okay, das ist schon geil. Aber die Frage ist so, auf der Schule, ich weiß nicht, oder
Geht ihr beide noch zur Schule? Weiß Gott gar nicht. Ich jetzt nicht mehr. Okay, okay. Der Mann ist seit vorgestern. Standort, ich habe seit 2 Tagen fertig. Aber ich habe noch ein Jahr vor mir. Na, okay. Ist da YouTube schon so ein bisschen Thema oder teilweise auch TikTok voll gewesen so? Also jetzt, ich meine, Jan war ja trotzdem vor kurzem noch in der Schule so. Was war mit TikTok? Ob das so ein großes Thema war in der Schule so? Wird da viele Leute auch gestern ab, so, die haben TikTok geschaut oder irgendwie über TikToker geredet oder war da eher so YouTube das Thema oder gar nichts davon? Ja, TikTok ist so ab, weiß ich nicht, 9. Klasse oder so, alle TikTok-süchtig geworden. Und das sind die auch bis heute noch. Also die Frage ist dann, ob alle, aber ich kann mir vorstellen, dass viele. Also halt viele, ja. Weil es zocken auch viele in der Schule nur am iPad, anstatt im Unterricht aufzupassen. Und das spiegelt sich auch an den Noten wieder. Okay, das ist halt, aber, ja. Ja. Naja. Das ist krass. YouTube eigentlich nicht mehr so viel, wenn nur Montana Black oder so, aber das ist auch schon hinter. Bisschen weniger geworden. Ja, mir kommt es auf die Leute an. Also ich kenne noch gut Leute, die auch noch aktiv YouTube schauen, aber doch Leute, die es nicht tun. Ja, okay. Ja, es hat immer so eine Sache. Ne? Ich glaube auch schon so Mitarbeiter, ich bin aber ja oft Aufsichtsmitarbeiter bei anderen Filialen, haben dann auf einmal war immer so eine Person so, ja, hier ist ein TikToker, den schaue ich voll gerne. Und das ja, haben aber auch so gecheckt, so, yo, TikTok ist echt so. Es kann sein, dass die halt nur TikTok schaut und YouTube gar nicht. Und dann war so. TikTok ist einfach so eine Plattform, wo man so viele Leute teilweise erreichen kann, die nicht YouTube schauen einfach. Und teilweise nutze ich diese Plattform zu wenig, aber ich habe auch nicht unendlich viel Zeit. Und ist immer so die musst du auch nicht nutzen. Da verpasst du nichts. Als Content Creator halt. Achso, okay, ja. Das hat das ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es keinen guten Content gibt, ehrlich gesagt. Also sicherlich gibt's das. Safe, safe. Aber, ja. Machen wir uns noch einrennen, ne? Einrennen. Das machen wir. Alright. Ist ein guter Plan. Ja, finde ich einen guten Plan. Das ist doch cool. Aber, ist immer so jetzt noch ein kleines Thema anzusprechen, so. Oder was machen wir auch 2 Rennen nochmals, okay? Aber. Ja, mal gucken, ne? Aber dann. Die Lehrer wussten zufällig, dass sie YouTube macht, oder war es eher so, die haben es gar nicht gecheckt und nur die Schüler? Also die Lehrer wussten es gar nicht. Ah, okay. Ich glaube, es kann gut sein, dass es kleine Auswahlen wissen, einfach weil Leute aus der Klasse es den Lehrern erzählt haben, weil sie es lustig fanden oder so. Oh mein Gott. Aber jetzt nichts, ich weiß nicht. Ich weiß, eine ehemalige Mathelehrerin von mir hat, glaube ich, sich mal ein Video von mir angeschaut. Aber. Was hat sie dann dazu gesagt? Ahnung. Oder wie kommst du darauf, dass sie es angeschaut hat? Ich habe actually keine Ahnung mehr. Das war letztes Jahr. Das ist aber schon krass, dass man so einfach letzten Endes so in der Öffentlichkeit steht und dann diese Videos hochlädt und am Ende siehst du so Views zahlen und. Das hat so immer so die Frage, so wie schauen die Leute überhaupt diese Videos an und wie haben die überhaupt den Kanal gefunden? Was ist auch so der Ersteindruck von gewissen Leuten auf einem und so. Ja. Aber ich finde immer, man sollte nicht zu sehr darauf achten, was andere Leute von einem denken. Und eher damit gehen, was man selber halt cool findet. Jo. Ist halt immer so dieses, am Ende es kommt halt immer davon, wenn man jetzt einen großen Fehler gemacht hat und die Leute sagen, jo, du hast den und den Fehler gemacht, dann kann man sich natürlich schon das mehr zu Herz nehmen, wenn es halt am Ende auch stimmt so. Das auf jeden Fall. Das meine ich auch nicht so. Aber es gibt halt viele Leute, die am Ende einfach Kacke schreiben oder sogar Unrecht haben oder ja. Aber Quatsch erzählen, das muss ich nicht alles zu Herzen nehmen und so. Gerade. Genau, das meine ich ja. Ja. Ist halt so. Man steht halt in der Öffentlichkeit, Leute schreiben Kommentare und. Vieles ist nett, machen es auch böse. Ist halt so. Bekommt ihr viele
böse Kommentare oder so? Oder was sind so die Kommentare, die euch am meisten auffallen, die böse sind? Sofern ihr böse Kommentare bekommt? Ich habe eigentlich gar keine. Ah, okay, nice. Früher auch nicht. Auf dem bei Let's Play-Seiten einfach gar keine Kommentare. Ja, ich wollte sagen, da hat ja kein Schwein kommentiert. Und bei Gamifiziert, da kann vielleicht ich mal einen. Also entweder vielleicht ich mal so ein, ja, ich rede zu schnell, oder... Ja, das kam schon dreimal oder so, aber das ist ja nur Kritik. Also ja. Kritik ist super wichtig, um zu wachsen. Safe. Ah, Leute, das war's sogar mit dem Part. Danke, dass ihr dabei wart. Schaut gerne bei dem Channel Gamifiziert vorbei. Und ja, dann macht's gut. Danke, dass ihr kann dann da empfehlen. Wart. Dankeschön. Kein Ding. Kein Ding. War wieder sehr nice. Nice. Also, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.